Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Hunter 2015. Hier neben mir steht der Werner. Guten Tag. Und der Werner, der guckt gerade durch sein Fernrohr. Werner, was suchst du denn? Ja, ich habe hier oben hint am Berg habe ich einige sehr intensive Fuchsgeräusche wahrgenommen. Rotfuchs besser gesagt. Ich möchte jetzt nicht zu schnell vorpirschen und den verscheuchen. Dann gehen wir das hier ein bisschen gemütlich an. Mal auf mein Fernglas, ob es irgendwas gibt. Problem ist, der Fuchs ist laut meinem Computer hier genau hinter den zwei Felsbrocken vor uns. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt links rum. Mal schauen, vielleicht finden wir doch was. Wobei ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie groß diese Tiere sind. Ja. Nicht so groß, glaube ich, oder? Aber wenn der mich sieht und mich anfällt, dann bin ich weg. Alter Schwede. Ich habe ein Alien oder so. Nee, ein Braunbär. Werner. Braunbär? Oh, ich habe jetzt schon Angst. Braunbär? Braunbär. Ach du Schande, der schreit was, genau neben mir. Mutti! Rotfuchs ziehen. Werner. Ja? Wir werden sowas von sterben hier. Ich mach jetzt den Beruhigungsspray. So, ich will jetzt keinen Steinbock jetzt schießen, Bernd, ich will jetzt den Braunbär hier schießen. Ja, ist okay. Ich möchte nur den Fuchs aus meinem Rücken beseitigen. Ach, Werner, ich will doch nur kuscheln. Ja. Nur einmal. Ne? Hast du ein fixes Signal oder nur eine Richtung? Ne, ich hab ne Spur, da waren so Bärenspuren. Hat er reingekullert oder was? Ja. Bin ich wieder rausgeklettert. Aber Ja. ich habe jetzt hier, ah, doch, da hinten. Ich sag's dir, es wird immer interessanter, das Spiel, das ist Wahnsinn. Das ist so. Was ich ein bisschen schade ist, finde, dass man, also zumindest ich habe noch die passende Taste dafür gefunden, dass man bei dem Gewehr, bei ihm Zoom, nicht ran und wegzoomen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Habe ich auch nichts gefunden. Okay, da komme ich nicht durch. Na, komm. Wo ist er denn, der Bär? Ich glaube, den kann man nicht übersehen, den Bären. Meinst du? Ich glaube schon. Wenn das so ein Teddybär ist. Teddybär. Ich weiß ja Er ist nicht. nicht weg. Weißt du nicht, was es ist, Werner? Ich höre ganz komische Geräusche, Walter. Ja. Nimm mal dein. Wow, da ist noch eine Bärenspur. Nimm mal dein Duftspray, Werner. Werde sterben. Quatsch. So ein Fuchs, Werner. Er hat auch mehr Angst vor dir. Wisst ihr, hättest du wieder einen Jagdhund dabei? Ja, ich weiß. Werner. Wie schaut's bei dir aus da unten? Habe mich im Gras jetzt erleichtert. Okay. Ja, ich Aber gehe da auch. schön den Spray drauf gemacht. Achso. Ich habe jetzt das andere gemacht. So, also da unten können wir schon mal nicht mehr hin. Da unten laufen jetzt wahrscheinlich auch keine Tiere mehr rum. Aber so ist es Hier gut. besser nicht. Aber hier ist doch irgendwo ein Fuchs. Ah, das war ganz nah. Jetzt habe ich da wieder eine Bärenspur, die geht nach unten. Okay. Das ist mir jetzt egal, ich will jetzt den Bären haben. Glaube, der Fuchs veräppelt mich hier. Da hinten. Aber dann komme ich doch.
Weißt du, ob der Fuchs größer ist, ist wie das Gras oder kleiner? Ich denke mal, das nimmt sich nicht viel. Ach toll, mach mir Mut, ey. Aber ich laufe jetzt irgendwie die ganze Zeit zwischen den zwei Bärenspuren da und das finde ich jetzt. Finde ich jetzt echt nicht lustig eigentlich. Jetzt fliegt er mich wieder runter. Hä? Sind das die Spuren, die ich. Nee. Hä? Ach, da hinten. Aber ich habe schon so einen kleinen Umkreis, also das heißt, hier ist irgendwo ein Bär. Na toll. Ein Bär, ein Fuchs. Kannst doch besser laufen. Ja, jetzt schickt er mich wieder hoch. Flüchten. Also, was ist denn da jetzt los? Moment. Ja. Wird sowieso sterben, kein Problem. Habt ihr das gehört? Ich weiß nicht. Ich frage mich jetzt nur, wenn ich dann wirklich einen Bären finde und auf den schieß, ja? Und der fällt nicht um. Rennt der weg? Oder greift er mich an? Ja. Also aus diversen Filmen würde ich dir sagen, dass er dich angreift. Okay. Ich würde dir auch nicht wünschen, dass er dich vorher sieht, bevor du ihn siehst. Muss mal kurz Duftquick machen, ja? Das ist. So. Nimm mal lieber die Waffe. Ich robb hier durch die Wiese, ne? Nur zur Info. Okay. Ich bin jetzt hier schon voll nervös. Okay, warte, ich habe jetzt einen Umkreis. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Okay, was ist immer noch dein Hash? Fuchs. Ich hätte einen Lachs mitnehmen sollen oder so. Ja, da stehen doch die so drauf. Lachs. Hat er nicht Unrecht, der Walter, muss man sagen. Büchschen. Brauche einen neuen Fuchshandschuh für mein Auto. Dann lege los, Werner. Ich suche ihn gerade. Problem ist, ich habe keinen Lockruf bei. Ich weiß auch nicht, was für einen Lockruf man da absetzen könnte. Vielleicht sowas von der Hände oder irgend sowas. Ja, von so einem angeschlagenen Tier so halt wahrscheinlich. Ah. Weiß ich nicht. Aber wenn da einer schreit, ich sterbe, dann wird der Fuchs sicherlich nicht sagen, ne. Dann. Hab ich keinen Bock drauf. Nee. Die nächste heiße Spur bei mir. Ich laufe die ganze Zeit hier im Kreis mit den Spuren da von dem Bär. Also der verarscht mich. Muss ich jetzt mal so sagen. Leider. Du lässt dich von den Bären verarschen? Ah, da oben ist noch eine. Bär oder Spur? Spur. Bärenspur. Okay. Beides. Manchmal kann man sich einfach hinsetzen und einfach abwarten. Okay. Jetzt ist dann Rotfuchsspur und 2 Meter daneben. Braunbärenspur. Läuft bei dem Tier. Ich habe jetzt eine. Vielleicht sind es ja die Bremer Stadtmusikanten oder so. Halt nur von. Keine Ahnung. Weißt du, dass die so auf dem Rücken laufen? Ah, da oben. Ich glaube, jetzt wird es langsam ernst hier ohne Witz. Ja, ja. Alter, mein Finger zittert, das kannst du dir nicht vorstellen. Hast du Angst? Oder was? Ich weiß nicht. Also wenn du schon K.O. bist, wenn du den Berg runter gehst, dann weiß ich nicht, was mich jetzt hier erwartet. Na, wo ist er denn, der Bär? Also ich glaube, den Bären kannst du nicht übersehen. Ach du Scheiße. Hast du gesehen? Rotfuchs, nee, der hat nur. Aber der ist jetzt links irgendwie der Fuchs. Aber ich will jetzt keinen Fuchs schießen, ich will einen Bären schießen. So ein Bärenhunger? Ja. Ich hoffe, der ist keine Menschen. Also der Fuchs zieht immer weiter, immer weiter. Ach so. Siehst du? Oh. Kann ich den nochmal ziehen, steht bei mir. Aber der rennt nicht, sondern
zieht halt nur. Ich glaube, das wird mir auch spüren oder hören, wenn ein Bär rennt. Wo hast du Feedback, meinst du? Herr Werner, ich glaube, nee, du bist schon noch ein Stück weit weg. Bin noch ein Stück weg, ja. Aber links von dir ist genau meine Fuchsspur. Ja, da hat gerade auch ein Fuchs geschrien, glaube ich. Ja, ja. Das ist meiner, ne? Weißt du Bescheid? Ich kriege jetzt auch nur noch die... Also, geht er geduckt die ganze Zeit nur noch, weil ich so Respekt habe vor dem Bär, weißt du? Ich weiß schon, was du meinst. Ja, der, wer mich sieht, der weiß ich nicht. Ich glaube, der lacht dich aus. Entweder das oder er frisst mich auf. Ja. Aber ich glaube, du bist ein bisschen zäh. Nein, nein. Ich habe mich doch mit dem Duftspray da, Anti-Duftspray eingesprüht hier. Ah ja, das wird sein. Macht mich schön zart. Oh, Moment. Was denn? Nee, das ist ein Stein. Moment. Ja, ich hab Zeit. Nein, auf. Das ist ein Bär. Das ist ein was? Bär. Das ist ein Bär. Bitte, was? Das ist ein Bär. Oh mein Gott. Aber ich kann doch den jetzt nicht... Ich sehe den aber nur von hinten. Ich kann doch den jetzt nicht... Ich will zu dir kommen. Ich will zu dir kommen. Bitte, warte. Oh mein Gott, Werner. Ach. Ist ein Bär? Ich hab schon gedacht, welcher Idiot legt da einen braunen Stein hin? Warte, wie viel Zeit haben wir noch in der Aufnahme? 3 Minuten. Ah, ich hoffe, das schaffe ich. Werner, du weißt ja, wenn einmal zuckt mit dem Ohr, dann ist er weg. Ja? Ja, okay. 180 Meter. Hab Geduld. Aber Vorsicht, Ja, okay, er läuft. Moment. Er läuft weg. Werner, ich muss mal schießen. Ja, schieß. Braunbär, alter Schwede, ey. Oh. Was denn? Also die Waffe, die ich da habe, die ist wohl nicht zugelassen für Braunbären. Okay. Ich habe da... Ist er tot oder läuft er nach rum? Er ist tot. Ja. Okay. Also ich habe da... Ich weiß es nicht. Schade. Ach, schade. Das Problem ist, ich wusste jetzt einfach nicht, mit was für einer Waffe und... Ich habe aber noch eine zweite dabei, das heißt, wenn ich noch einen Bär sehe, werde ich mal die andere ausprobieren. Bär. Ja, da willst du mal einen richtigen Bären sehen. Ja. Also hier. Das ist ein Stein, oder? Ja, habe ich mir auch gedacht. Alter! Das ist ein Mammut. Das ist ein krasses Ding, was? Ich hab doch gesagt, ich bin in die Fußstapfen geflogen. Ach, ist der süß. Jetzt mal kuscheln wir dem raus. Kann ich mir ein Polster draus machen? Ja. Da kannst du dein ganzes Auto überziehen da mit dem Ding. Läuft. Braunbär, 323,6 Kilogramm. Alter Schwede. Wow. Und voll ins Hirn geschossen werde. Das macht man doch nicht. Genau ins Gehirn. Ja, Alter. Aber irgendwie schaut das nicht so groß aus. Ich will dem hier nicht in Verbindung gebracht werden, deswegen. Ja, erstmal abgespült. Auf alle Fälle. Fand ich jetzt cool. Also, cooler wäre es natürlich gewesen, wenn ich jetzt noch die richtige Waffe gehabt hätte. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja da auch so ein Wiki-Seite. An dem Tutorial waren ja nur Hirsche und Fasanen oder so. Irgendwie sowas. Ja, dann würde mich mal echt interessieren, wo die ganzen Waffen da stehen. So. Ich weiß, aber weiter. Vielleicht weiß einer der Zuschauer, ob es da so eine Seite gibt. Und wenn ja, schreibt uns das bitte in die Kommentare. Ja. Das wäre wirklich sehr hilfreich. Weil es doch schade, wenn du dann dem Tier hinterher rennst. Und zum Schluss zählt es dann doch nicht. Aber, das ist so. Naja. Hoffentlich haben wir dann in der nächsten Folge mit den Waffen mehr Glück. Und dann würde ich mal sagen, wenn jemand Bescheid weiß, schreibt es bitte in die Kommentare, dass wir auch mal Punkte bekommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ganz kurz. Ja, was?
Warte. Schaust du zu mir? Ich schau zu dir. Daumen hoch nicht vergessen. Dankeschön. Ciao.